Gefühle und Emotionen spielen bei uns Menschen eine extrem wichtige Rolle. Man ist daran gewöhnt, die Ausdrücke dieser Gefühle in den Gesichtern unserer Mitmenschen lesen zu können. Alle wissen sofort, ob das hier süß oder sauer schmeckt, wenn man mich dabei beobachtet, wie ich das probiere. Oh. Die Neurowissenschaftlerin Nadine Gogolla erforscht Emotionen. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und ich bin schon sehr gespannt auf ihren wahrscheinlich sehr emotionalen Aha-Moment. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo Annika. Nadine, dein Forschungsthema Emotionen und Gefühle, das hört sich jetzt erstmal sehr menschlich an. Ich glaube, wir müssen erstmal definieren, was ist denn überhaupt Emotionen oder was sind Gefühle und wo genau liegt der Unterschied? Also Emotionen sind nicht ganz eindeutig definiert. Ich selbst bin Biologin, gehe also davon aus, dass Emotionen wichtige Gehirnfunktionen sind, die einen Auslöser haben, dann passiert was im Gehirn und dann gibt es auch einen Ausdruck der Emotionen. Andere Wissenschaftler, die sich eher mit Menschen beschäftigen, gehen davon aus, dass Emotionen eher im Bewusstsein entstehen, also erst dadurch, dass wir uns bewusst werden, dass wir in einem Emotionszustand sind, kann man wirklich von einer Emotion sprechen. Ich würde dieses Bewusstwerden eher als Gefühl definieren. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nach deiner Definition nennen? Ich bin in meinem Badezimmer, auf einmal rennt eine Spinne über den Boden. Ich schreck zurück, ja, ich breche in Schweiß aus und schrei. Dann bin ich garantiert in einem Emotionszustand. Und eigentlich mit ein bisschen Verzögerung fühle ich das auch. Es wird mir bewusst, warum ich überhaupt Angst gehabt habe, nämlich weil da eine Spinne ist. Und das wäre dann das Gefühl der Angst. Woran liegt es denn, dass es so eine generelle Reaktion gibt, die alle gleich machen? Wir denken halt, dass Emotionen ganz wichtige, lebenserhaltende Funktionen sind. Also das sind Aktionsmuster, die entweder dem Individuum erlauben zu überleben oder einer sozialen Gruppe. Und diese Aktionsmuster sind schon in der Evolution festgelegt worden. Also die laufen eigentlich ziemlich gleich ab. Die sind aber nicht einfache Reflexe, weil sie können schon durch Erfahrung noch moduliert werden. Also wenn ich zum Beispiel einfach Spinnen gern habe oder da gibt es ganz oft einen und die tun mir nie was, dann würde ich zum Beispiel gar nicht mehr zusammenzucken. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist keine Psychologin, sondern Biologin. Das heißt, du beschäftigst dich auch mit Tieren. Was weiß man denn über Emotionen bei Tieren? Genau, also aus meiner Sicht schon sehr viel. Wir können halt in Tieren wirklich Situationen hervorrufen unter recht kontrollierten Bedingungen, wo wir wissen, das gefällt dem Tier nicht so gut, können dann die Verhaltensmuster immer wieder studieren und auch festlegen und dann auch ganz gezielt ins Gehirn hineingucken, welche Prozesse, welche Mechanismen dem unterliegen. Wie kann man denn jetzt eine positive Emotion zum Beispiel bei einer Maus auslösen? Das ist relativ einfach, wie auch bei Kindern, man gibt was Süßes. Ah, okay, du hast uns ja auch ein Bild bzw. sogar ein Video mitgebracht. Was sehen wir denn da? Ja, das ist eine Maus hier, da haben wir eine Kamera auf das Gesicht gesetzt. Die Maus kriegt die durch einen Strohhalm Zuckerlösung und die mag das jetzt im Moment ganz doll. Also das ist jetzt ein positiver Gesichtsausdruck von einer Maus, die freut sich. Genau. So, jetzt kriegt die Maus was Bitteres. Das ist jetzt eklig, sie trinkt es trotzdem, weil sie auch ein bisschen Durst hat oder es ja auch erstmal probieren muss und dann überlegen muss, mag ich das und mag ich es nicht, aber sie hat jetzt entschieden, dass sie es nicht mag. Also wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig den Unterschied erkenne ich nicht. Ja, das geht den meisten so. Wir haben das jetzt erst vor kurzem wirklich zeigen können, dass auch Mäuse Gesichtsausdrücke haben. Also über Jahrzehnte haben Forscher mit Mäusen gearbeitet und haben diese Gesichtsausdrücke nicht wirklich auseinanderhalten können. Aber wenn man das Video an den richtigen Stellen dann anhält, weil man es schon ganz oft gesehen hat, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann denke ich, ist es schon ein bisschen eindeutiger. Okay, doch, hier sieht man definitiv einen Unterschied. Also die Ohren gehen ein bisschen nach vorne, die ganze Maus geht eigentlich ein bisschen nach vorne zu dem Reiz dazu. Die will da möglichst viel von aufnehmen. Die Schnurrbarthaare gehen nach vorne, die Nase so ein bisschen nach unten. Und das sind halt für uns, die wir schon ganz oft solche Videos angeguckt haben, Anzeichen, dass das ihr gefällt.
Und bei dieser Maus würde man dann sehen, dass sie die Ohren anlegt, dass sie auch hier dieses typische Augenzukneifen, das man ja auch bei Menschen oft sieht, wenn was bitter oder sauer ist. Ja. Genau, und dann ist die Nase ist eigentlich so ein bisschen eingefahren. Die wird eigentlich ein bisschen zurückgezogen, die erscheint kürzer. Als Neurobiologin willst du ja mit Sicherheit auch wissen, was im Gehirn vorgeht. Was weiß man denn darüber, wie so ein Gehirn reagiert, wenn eine Emotion empfunden wird? Genau, also es ist erstmal so, dass diese Sinneseindrücke ja erstmal ins Gehirn kommen müssen. Und die sind interessanterweise schon aufgeteilt in gut und böse, also was man angeborenerweise als appetitiv oder aversiv empfinden würde. Dann treffen diese Informationen meistens auf Gehirnstrukturen, wo das verbunden wird auch mit Erfahrungen. Weil wenn man zum Beispiel mal was Süßes gekostet hat und danach ging es einem sehr schlecht, dann wird man nicht mehr diese Reaktion auf was Süßes haben, sondern eher die Ekelreaktion. Obwohl dieser Auslöser der gleiche ist, aber man hat gelernt, das Süße tut mir nicht gut, dann wird man sich eher davor ekeln. Aber es gibt dann noch weitere Schaltstationen im Gehirn. Und es wird auch noch dorthin gebracht, dass man darauf reagiert, dass man zum Beispiel so einen Gesichtsausdruck zeigt oder dass man seinen Körper nach vorne schiebt oder nach hinten wegdrückt. Das klingt sehr spannend. Konntet ihr denn bei der Analyse von den Mäusegesichtsausdrücken noch mehr rausfinden? Wir waren sehr erstaunt, weil wie gesagt, im Tiermodell war es bisher immer so, dass man zwischen Gut und Böse unterschieden hat. Sie mögen das oder sie mögen es nicht, sie gehen dahin oder sie gehen davon weg. Mit der Mäusemimik ist es viel komplexer, als wir uns das hätten vorstellen können. Es ist wirklich so, dass man, wenn eine Maus etwas ekelig findet oder wenn sie vor was Angst hat oder wenn sie zum Beispiel Schmerzen empfindet, man wirklich verschiedenste Gesichtsausdrücke beobachten kann. War das sein Aha-Moment? Hat das freudige Emotionen bei dir ausgelöst, als du das herausgefunden hast? Ja, schon. Ich denke, das ist wirklich so die Grundlage, dass man die Maus auch wirklich als Modell nehmen kann, vielleicht auch für menschliche Empfindungen, weil die ja auch sehr komplex und sehr weit gefächert sind. Und ich denke, dass die Emotionen der Tiere halt auch viel komplexer sind, als man es vielleicht bisher wirklich angenommen hat. Was bedeutet das dann konkret für den Menschen? Im Menschen haben wir halt ziemlich wenig Mittel, zum Beispiel Emotionen zu beeinflussen. Wir verstehen nicht wirklich, warum manche Menschen zum Beispiel Emotionen lange mit sich rumtragen und die einfach nicht mehr abstellen können. Wenn sie zum Beispiel eine Angsterfahrung gemacht haben, dann bleibt diese Angst wirklich bei ihnen. Oder wenn sie eine traurige Erfahrung gemacht haben. Zu verstehen im Tiermodell, wie Emotionen entstehen, wie sie reguliert werden, wodurch sie repräsentiert werden, ist halt extrem wichtig. Das heißt, das könnte dabei helfen, psychische Krankheiten besser zu verstehen. Genau, das ist die Hoffnung für die Zukunft, dass sich diese Ergebnisse auch übertragen lassen und dass man die den Menschen bestätigen kann. Ja, also da drücke ich euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Das wäre ja wirklich der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass du deinen Aha-Moment mit uns geteilt hast. Ich glaube, du kannst jetzt sehr gut an meinem Gesicht ablesen, was für eine Emotion ich gerade empfinde. Ja, Freude. Genau, Vorfreude nämlich auf den nächsten Aha-Moment. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin. Servus.